Tagelang wurde spekuliert. Nun steht es fest. Auch US-Finanzminister Steven Mnuchin fährt kommende Woche nicht zur Investorenkonferenz FII nach Saudi-Arabien. Damit wird die Liste der Unternehmen und Politiker, die das Prestigeprojekt des saudischen Königshauses boykottieren, immer länger. Grund ist das Verschwinden des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi, für das die Führung in Riad verantwortlich gemacht wird. Die Investorenkonferenz soll große Namen der Finanz- und Wirtschaftswelt in die saudische Hauptstadt locken, eigentlich. Abgesagt haben auch der britische Handelsminister Liam Fox und Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Eine Teilnahme deutscher Minister war ohnehin nicht geplant. Ich werde nächste Woche nicht nach Riad reisen. Präsident Macron hat das sehr deutlich gemacht. Der Fall Khashoggi ist ernst und wir wollen die ganze Wahrheit wissen. Ebenfalls nicht mit von der Partie die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Ich muss als IWF-Vorsitzende Geschäfte in allen Ecken der Welt führen und mit vielen verschiedenen Regierungen. Auch zahlreiche Manager und US-Konzerne zogen eine rote Linie und kommen nicht zur Konferenz in die Ölmonarchie, darunter Ford, Mastercard, Google und Uber. Die Geschäftswelt hat sehr deutlich gemacht, dass sie nicht zu Business as usual bereit und besorgt ist, ganz im Gegensatz zur Trump-Regierung. To the way the administration is handling.